Also Männer, Zeit ruhig zu sein. Lawrence Washington ist ein mächtiger. Willkommen zurück, Freunde, bei einer weiteren Folge Assassin's Creed Rogue. Wir müssen jetzt das Schiff des Templers verfolgen. Ja. Und wir sollten natürlich in Sichtweite bleiben. Ja. Mal schauen. Da muss er irgendwo sein. Da ist er. So. Und wir fahren aber jetzt schön außen rum, damit uns da keiner mehr erwischt, weil die Begleitschiffe dürfen uns natürlich nicht sehen. Hier ist ein bisschen Nebel aufgezogen. Das könnte sogar gut sein. Das könnte sogar gut sein, Freunde. So, da ist auch wieder eine Verbesserung vom Schiff verfügbar. Mal gucken, wenn wir die machen können. Jetzt auf jeden Fall nicht, weil jetzt fahren wir zuerst mal diesem Washington hinterher. Eine Blockade, Captain. Ah. Das wird nichts. Shay, ihr müsst dem Schiff an Land folgen. Das werde ich. So, also müssen wir dem Schiff an Land folgen und alle anderen fahren mit der Morrigan außen rum. Das ist mir in dem Fall auch lieber. Vielleicht bekommen wir jetzt mal endlich was zu tun. So, da wird schnell angedockt und auf geht's. Hüpf, hüpf dahin, los. Beeil dich ein bisschen, Shay. Also, Washington muss sterben. Sieht so aus, als wäre das unser erster richtiger Assassinenauftrag. Dann müssen wir aber ein bisschen rennen hier. Hüpf, schwing, los, lauf. Ach, nicht so langsam, irischer Halbaffe. So, da geht's wieder hoch. Also, Washington muss sterben. Scheint also wirklich unser Auftrag zu werden. Oh, eine Stadt. Eine Stadt. Mal gucken, was uns das bringt hier. Bis jetzt sieht es ja sehr gut aus, als könnten wir an dem Schiff tatsächlich dranbleiben. So, mal gucken, ob die dann da anlegen. Ja, neues Ziel, das Paket plündern. Mount Vernon, Freunde, da gibt es 3 Truhen, 5 Sammelobjekte und einen Aussichtspunkt. Weil wir, oh, da unten ist auch Sperrgebiet. Wir werden jetzt aber erstmal uns mit einem Hoppa in den Heuhaufen verabschieden und uns zuerst mal umschauen. So, das sind natürlich eine Menge Wachen. Wir machen mal das Adlerauge an, damit wir die auch alle gleich im Blickfeld haben. Also ich sehe 4, die uns da gefährlich werden könnten. So, dann pfeifen wir mal. So, der hat uns auch gehört. Ist übrigens ganz toll mit neuer Animation gemacht. Und weg mit. So, und der nächste bitte. Der hat uns nicht gehört. Noch nicht zumindest. Probieren wir es nochmal. Nee, also er ist noch nicht im Pfeifradius drin. Das sieht man jetzt immer schön an dieser gelben Linie. Finde ich sehr gut gemacht. Nochmal. Nee, der Oyo hört uns nicht. Das heißt, raus aus dem Heu und rein in den Busch. Jetzt hat er uns gehört. Na komm, komm. Komm, Rotjacke. So, der wäre weg. Aber die anderen beiden da sind aufmerksam geworden. Aber den können wir jetzt hier plündern in der Zeit. Oh, hat immerhin 15 Pfund und ein paar Rauchbomben dabei. Aber Rauchbomben haben wir genug. So, müssen wir mal gucken, dass wir die beiden da irgendwie umgehen können. Dass wir die beiden da irgendwie umgehen können, ohne dass uns da einer sieht. Mal gucken, was wir machen. Ja, rein ins Wasser. Rein ins Wasser. Ah, oh, da hat uns aber auch schon wieder jemand gesehen. Müssen wir ein bisschen tauchen. Ein bisschen tauchen. Ich hoffe, unsere Luft reicht, um hier vorbei zu schwimmen. Erstmal hochkommen. Ja, der ist weg. Gut, und weiter geht's. Weiter Richtung Schiff.
Mal gucken, was uns da erwartet auf dem Schiff. Wir sollen ja ein Paket plündern. Mal gucken, was da drin ist. So, also hier sind natürlich eine Menge Feinde. So, dann klettern wir mal da hoch. Als geübter Assassine bereitet uns das ja nicht viel Probleme. So, Adlerauge anmachen. Da vorne steht das Paket und da sind auch die Gegner. Kommen wir da mit einem Herzensprung hoch. Hopp, los. Ja, jetzt hat uns natürlich schon wieder einer gesehen. Oh, das ist ein ganz dicker. Den müssen wir erschießen und dann platt machen, weil sonst kriegen wir das mit den Dicken da nicht hin. So, jetzt der nächste. Ja, hier fließt eine Menge Blut. Wir sind ja hier auch bei Assassin's Creed und nicht auf dem Kindergeburtstag. Jawohl, schön aus der Totalen. War's das jetzt? Ja, das scheint es gewesen zu sein. So, dann gehen wir mal schnell das Paket plündern. Mal gucken, was wir da haben. Oh, was ist das? Ein Gewehr. Ein Gewehr ist doch toll, Freunde. Wir haben das Gewehr gefunden. Chase Luftgewehr. Und das kann man mit allem Möglichen laden, unter anderem Schlaf- und Berserkerpfeilen, nehme ich an. Ja, und man hört nichts, weil es eben ein Luftgewehr ist, Freunde. Vielen Dank, Master Washington. Ja, den Worten kann ich mich nur anschließen. So, wir haben jetzt das Luftgewehr. Das Luftgewehr ist eine wirkungsvolle, lautlose Schusswaffe, mit der Schlaf- und Berserkerpfeile sowie Granaten und Knallkörper verschossen werden können. Pfeile und Granaten können in Gemischtwarenläden gekauft und aus dem Inventar heraus hergestellt werden. Sehr schön. So, Lawrence Washington ausfindig machen, ist unser neues Ziel. Und vier Feinde mit dem Luftgewehr rasend machen. Jetzt muss ich zu Washington und ihn befragen. Na dann, gehen wir den nochmal suchen. Was? Ah, der ist wieder wach geworden. So, auf geht's. Da steht eine Truhe. Ja, die nehmen wir doch mit. Wenn die da so steht, jawohl, 327 Pfund. So, und Washington scheint da oben auf einer Art Party zu sein. Na, da schleichen wir uns doch mal außen rum, würde ich behaupten. Immer schön an den Wachen vorbei. Da oben steht schon einer. Und an dem können wir doch unser... Und da kommen noch zwei. Nicht, da läuft auch ein Feuerwerk, Freunde. Schaut euch das mal an. Da oben ein Feuerwerk. Ich glaube, an diesen Kerlen können wir doch unser Luftgewehr mit Berserkerpfeilen schon mal ausprobieren, nehme ich an. So. Eins. Zwei. So, dann gucken wir mal, wie die sich da selber abstechen. Und jetzt wollen wir dich noch. Drei. Ja, die erschießen sich da gegenseitig, ist doch auch ganz toll. So, und jetzt will der natürlich da oben runter, aber wir werden ihn nicht lassen. Höpp. Rein ins Heu. Und raus und weiter zum nächsten Heuhaufen. Das ist ja eine vertrackte Sache. Und wir tun so, als wären wir die Nadel im Heuhaufen. Aber die Nadel im Heuhaufen ist, glaube ich, dieser Washington, Freunde. Gucken wir doch mal. Hep, hep, hep. Und da geht's. Halt! Da liegt ein Templerbrief. Und zwar da oben. Den nehmen wir doch mit. Wenn wir schon mal hier sind, können wir auch einen Templerbrief mitnehmen. Wir versuchen alles zu finden, was es hier gibt. Ja, natürlich wird es irgendwann im weiteren Verlauf des Spiels mit weiteren Missionen schwieriger werden, irgendwie 100% der ganzen Sammelobjekte zu erreichen. Aber jetzt gehen wir da vorne zuerst mal synchronisieren. So, dann biete ich euch mal Ausblick über Feuerwerk und die Villa
von Washington hier in Nordamerika. Übrigens, Washington werden wir gleich sehen, der Bruder von George Washington. So, wo ist unser Ziel? Na, unten sind eine Menge Wachen. Und wir sind wahrscheinlich noch im Vorgarten. Das heißt, unser Ziel dürfte sich irgendwo hinten herumtreiben. Und wir müssen also weder den Pirscher spielen oder noch ein paar Leute erschießen. Und höpp, rein in den Gemüse. So. Dann schauen wir doch mal, wie wir ungesehen da in den Partygarten kommen, würde ich behaupten. Höpp. Ich muss zuerst zu Washington. Anschließend kommen die Artefakte. Ja. Das werden wir auch tun. Also es sind eine Menge Wachen hier unterwegs. Müssen wir nur gucken, dass die uns hier nicht unbedingt ausfindig machen, weil das würde blöd werden. So, da war wohl einer aufmerksam. Der ist aber weg und gut versteckt. So. Da kommt schon der Nächste, der da aufmerksam geworden ist. Was soll denn das? Naja, egal. Wir rennen mal weiter. Ah, jetzt haben uns sie natürlich gesehen und wir sind desynchronisiert und entdeckt. Na gut, dann machen wir das eben nochmal. Ist ja nicht ganz so schlimm. Aber auf jeden Fall haben wir schon mal das Luftgewehr. Das ist schon mal wichtig. Vielleicht hätten wir doch den Haupteingang nehmen sollen. Aber jetzt stehen wir schon mal hier oben. Oh, Adlerauge brauchen wir jetzt nicht mehr. Höppa. Rein in das Gemüse. So. Also da ist es schwieriger vorbeizukommen, nehme ich an. Ich muss zuerst zu Washington. Probieren wir es doch eben außenrum. So, viel Spaß, Hodenschuss. Und das optionale Missionsziel auch erledigt. Nanu. Ah, okay, der hat also seine Kumpels auf sich aufmerksam gemacht und deswegen wurden wir entdeckt. Gut, also außenrum geht's auch nicht. Ich hoffe, ihr mögt diese ganzen Gameplay-Fails hier. Ja? Aber so kann man sich wenigstens ein bisschen mit dem Spiel beschäftigen. Und das macht doch Spaß, Freunde. Ich muss zuerst zu Washington. Anschließend kommen die Artefakte. So, jetzt warten wir, bis die da draußen anfangen, ihre Runde zu machen. Na los. Viel Spaß. So. Der wird da hinten ein bisschen Stress machen. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier über die Mauer kommen. Nee, kommen wir nicht. So, dann eben hier rein in den Garten. Da hinten ist unser Ziel. Also der Kerl im roten Rock, Freunde, ist
Der spätere Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, George Washington. Und den Kerl im braunen Sakko, ja, den müssen wir erledigen. Und schaut euch mal diesen schwarzen Mitbürger an mit Sonnenbrille. Ja. Der sieht ein bisschen aus wie Ron Perlman, der Schauspieler. Mein Bruder ist ein Lichtblick in diesem Land. Eine Bitte habe ich, bevor ich aus dem Leben scheide. Bitte lasst ihn in Frieden. Er sollte mit den Wirren des Also, der Bruder Washington möchte nicht, dass der spätere Präsident George Washington was mit den Wirren des Templerordens zu tun hat. Das ist schon mal sehr wichtig, das zu erfahren. Master Wardrop, kennt ihr auch den Inhalt des Manuskriptes? Ja, Sir. Und bald auch seine Bedeutung. Also, dieser Wardrop weiß, was in dem Manuskript steht. Und die wissen auch, wo die Schatulle ist, also müssen wir die drei Templer auf jeden Fall danach verfolgen, würde ich behaupten. So, jetzt müssen wir Washington töten. Hoffentlich habt ihr mit ihm recht, Liam. Denn ich töte hier einen sterbenden Mann. So, also Shay macht sich schon so seine Gedanken. Ob das wirklich alles so rechtens ist, was er hier so macht. So, erstmal rauf aufs Dach, weil vom Dach aus haben wir einen guten Überblick, würde ich behaupten. Da unten ist er. Und wir müssen ihn in der Menge töten und dürfen auf dem Gartenfest hier nicht entdeckt werden. Na, dann machen wir doch hoppa! So, vielleicht können wir ein paar Wachen schlafen schicken mit Schlafpfeilen. So, jetzt lassen wir da ein paar Wachen einschlafen. Natürlich sind wir jetzt schon wieder entdeckt worden. Ist ja klar. Ist ja klar, dass wir jetzt hier schon wieder entdeckt worden sind. Also ich habe das, habe ja solche Missionen doch schon öfters gemacht, spiele dann doch schon ein bisschen länger Assassin's Creed und ich muss sagen, manchmal ist es einfacher, als man glaubt. So, also auf jeden Fall rauf aufs Dach. So, ich habe da eine Idee. Geh vorne dran weg. So, ihr seid zu spät. Haben wir ihn doch. Es ist nie zu spät, Templerpläne zu vereiteln, Master Washington. Aber meine Pläne sind schon im Gange. Es war also ein Plan, uns hierher zu locken. Ich verschaffte meinen Bundesgenossen Zeit zur Flucht. Okay, das ist natürlich, wie soll ich sagen, das sind wir ein schnelles Ende. Na, wir hätten eh einen sterbenden Mann getötet, also von daher. Für das Offenlegen eurer Pläne. Hinterhältige Schlange. So, also Shay ist gar nicht begeistert und wir müssen direkt los mit einer Rauchbombe, nehme ich an. Um unsere Feinde zu verwirren, aber noch sitzen wir ja. Oh, wir müssen weg. Wir sollten verschwinden, nehme ich an, weil, so wie es aussieht, schießen die Schiffe auf, ja, auf was? Auf unser Schiff, nehme ich an.
Und wir müssten unser Schiff da ja erreichen, nehme ich an, ja? Das wäre ja schon eine Maßnahme. So, komm. Spring. Ja, mein Schiff nimmt schweren Schaden. Ich weiß, ich muss ja aber auch zuerst mal hinschwimmen. So, und auf geht's. Und Feuer. Und Gas. So, jetzt müssen wir uns erstmal abhauen hier. Aus dem Gebiet entkommen. Und die schießen auf mein schönes Schiff. Hört ihr auf, Löcher in mein Schiff zu ballern? Geht's nicht schneller? Ich weiß, dass die feuern. Wir feuern auch. Oder auch nicht. So, schalten wir mal schnell auf Reisegeschwindigkeit. Mal gucken, ob es damit ein bisschen schneller geht. Aber ich glaube, Lawrence Washington ist tot. Die sind immer noch hinter uns. So krank wie der Mann aussah, wäre er in einem Monat ohnehin gestorben. Zwei andere Templer sind entkommen. Sie wissen von Manuskript und Schatulle. Haben Sie die Artefakte? Ich weiß nicht. Vielleicht. Sicher bin ich nicht. Ja, die schießen ja immer noch auf uns. Das kann ja wohl nicht wahr sein hier. Wir müssten aber gleich aus dem Gebiet draußen sein. Ich hoffe es zumindest. Vielleicht. Aber Washingtons Worten zufolge hört es sich nicht nach einem großen Verlust. Jawohl, die drehen ab. Nun, das sollt ihr glauben. Die drehen ab und wir dürften es geschafft haben, Freunde. Washington zu töten. Jawohl, Mission abgeschlossen. Mal gucken, jawohl, Washington im jawohl, zu 100% haben wir diese Erinnerung nur für geladene Gäste hier wirklich gut fertig gemacht. Und diese Erinnerung hat uns doch ganz gut gefallen, nehme ich mal an, ne? Und ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid, hier bei Assassin's Creed Rogue, bei mir auf meinem Kanal, auf Thor's Hammer Gaming, ja? Wenn wir wiederum Templer oder auch Assassinen töten später, das werden wir dann sehen. Also macht's gut, Freunde. Tschüss, bis dann.